Also, herzlich willkommen hier zu unserem neuen Talk oder auch interaktiver Workshop. Wir sind gespannt. Ich teile euch jetzt nochmal im Chat direkt den Link zur interaktiven Teilnahme. Das ist wieder eine Zoom-Session. Es tut mir leid für die, die wieder mit Zoom nicht teilnehmen können, weil es der Rechner nicht erlaubt. Aber ihr könnt ja natürlich dann trotzdem hier mit uns schauen, was passiert. Und ich bleibe natürlich auch irgendwie im Stream und dann könnt ihr euch auf eure Fragen halt im Chat äußern, die gebe ich gerne weiter. So, also der Link ist schon im Chat und insofern ja, heiße ich jetzt die Sibylle und die Isabel, herzlich willkommen. Sie wollen uns was über das Bullshit-Prinzip erzählen und wie wir das als Team oder Unternehmen als wertvolle Ressource nutzen können. Finde ich sehr spannend. Ich habe da mal kurz gegoogelt nach Bullshit-Prinzip. Ich habe nur komische Dinge gefunden. Insofern bin ich gespannt. Brandolinis Gesetz, keine Ahnung, ist so ein Wikipedia-Artikel. Ich konnte damit nichts anfangen. Insofern bin ich sehr gespannt, was uns Sibylle und Isabel dazu jetzt erzählen werden. Hallo, ihr zwei. Ja, hi Jo, hi ihr alle. Willkommen bei dem Bullshit-Prinzip und Erfahrungen in Teams und Unternehmen als wertvolle Ressource nutzen. Jo, du wirst gespannt sein, weil du steckst da auch mit drin in dem Bullshit-Prinzip. Ja, Ja. deswegen, das ist Ich in brandneu. meinen Hast du Deckung. noch, ja, hast du noch nichts gefunden? Also der Workshop, der dauert ja circa 45 Minuten, also ungefähr bis 12:30 Uhr. Da wir in Zoom sind, können wir es wieder so machen, dass wir im Anschluss dann länger noch beieinander sind, weil wir ja nicht von euren Open Time Boxing abhängig sind. Also wenn ihr dann später noch Fragen habt, dann gerne dann im Anschluss. Jetzt, bevor wir mit einer Bullshit-Helden-Story euch die Geschichte von einem erzählen, der heldenhaft aus Scheiße Gold macht, sollt ihr zunächst mal wissen, mit wem es ihr hier zu tun habt und was euch gleich in dem Workshop noch, was wir sonst noch vorhaben. Wir sind zu zweit für euch da. Mein Name ist Sibylle Basten. Ich leite an der Hochschule in Darmstadt den Stabsbereich des Vizepräsidenten Innovations- und Projektmanagement in Studium und Lehre. Und ich habe mich dem Empowerment verschrieben, vor allem dem von Agilos, Teams und Organisationen, die sich in ihrer Selbstorganisation und ihrer Performance ständig weiterentwickeln möchten. Aufgrund dieser Passion hatte ich ja unter anderem über 2 Jahre hinweg Agilos diverse Rollen und Funktionen interviewt. Jo, du warst eben auch dabei und die Erkenntnisse aus den Interviews gestalten das Bullshit-Prinzip, unter anderem also ein bisschen Jo steckt hier mit drin. Schauen wir mal, wo du dich hier wiederfindest. Freiberuflich bin ich als Underground-Beraterin und Sparring-Partnerin für Organisationsentwicklung und New Work tätig. Und jetzt zur zweiten Person, nämlich zu Isabel. Genau, hallo alle zusammen. Ich bin Isabel Schäfer. Ich bin Lego Serious Play Facilitator und als Innovationsentwicklerin tätig mit dem Ziel, Sibylle, machst du einfach weiter? Gerne. Genau, mit dem Ziel, Teams einfach kreativer zu machen und bei der kreativen Zusammenarbeit zu unterstützen. Und jetzt steigt man direkt in die Heldenstory ein, Sibylle. Ja, aber noch einen kurzen Überblick für alle. Was erwartet euch jetzt nach der Heldenstory, wo wir euch eben von einem Held mit viel Bullshit und viel Dünger, den er daraus gewinnt, erzählen? Gibt es Bullshit Happens? Da schauen wir überblicksweise auf einen zentralen Teil der Aufgaben und Herausforderungen im Arbeits- und Organisationsalltag. Denn hier steckt ja auch viel Bullshit drin, der dann sozusagen eben als Dünger für die berufliche und organisationale Entwicklung genutzt werden kann. Dann hüpfen wir zur Bullshit Power. Da folgt ein Blick darauf, welche heldenhaften Kräfte unsere Storyheld angewendet hat und wie diese auch im Arbeits- und Organisationsalltag angewendet werden können. Und wenn ihr jetzt diese letzten beiden Themen, also Bullshit Power und Bullshit Happens, gerne vertieft haben möchtet, dann könnt ihr euch unseren 20-minütigen Vortrag, den wir im Vorfeld schon für Tools for Agile Teams angefertigt haben, anschauen. Der ist ja dann später abrufbar und hier sind wir dann auf die beiden Punkte ausführlicher eingegangen. Dafür eben jetzt im Workshop mehr Hands-on und weniger Input.
Und der kommt dann nämlich hier bei dem Thema Bullshit-Prinzip und Microsession. Hier geben wir euch mit dieser Microsession Überblick über das Bullshit-Prinzip und in der Bullshit-Microsession zeigen wir euch ganz konkret und beispielhaft, wie ihr mit eurem persönlichen Bullshit arbeiten könnt. Also ihr macht das eben ganz konkret, ihr bearbeitet konkrete Probleme, findet konkrete Lösungen und Umsetzungsansätze. Und eben zusätzlich, wie ihr aus eurem persönlichen Bullshit dann den Dünger für eure berufliche und organisationale Entwicklung machen könnt. So, nun wie versprochen zur Bullshit-Helden-Story. Wir haben nun für euch eine Heldenstory, die für uns eine Bullshit-Heldenstory ist, da der Held in der Story schafft, aus Scheiße eben dem Bullshit, der ihm widerfährt, Gold zu machen. Die Geschichte ist jetzt nicht auf unserem persönlichen Mist oder Bullshit gewachsen. Es gibt verschiedene Bullshit-Stories, die erzählt werden können oder irgendwo geschrieben stehen. Manche sind da mit mehr, manche mit weniger heldenhaften Ausgang. Wir haben jetzt für euch dieses Mal eine mit einem heldenhaften Ausgang gewählt. Die soll euch ja motivieren und nicht deprimieren. Und etwas unterhaltungswert ist ja für euch bestimmt auch nicht schlecht. So, nun zur heutigen Bullshit-Helden-Story. Der Oberrabbiner Paul Eisenberg, der hat diese in einem Radiointerview Ende 2019 erzählt. Er selbst hat sie auch von seinem Vater erzählt bekommen. Und da geht es um zwei Rabbiner, die in Konkurrenz zueinander stehen. Für uns übrigens spielt es keine Rolle, ob die Protagonisten männlich sind oder Rabbiner, sondern es geht lediglich um die Konkurrenzlage, die ist interessant für uns. Und die folgende Erzählung ist also frei nach Paul Eisenbergs Geschichte nacherzählt. Link zu dem Interview setze ich euch am Ende in den Chat. Also lehnt euch zurück, am besten mit dem Tässchen Kaffee oder Tee und Plätzchen, was ihr schon immer habt. Und jetzt geht's zur Bullshit-Helden-Story, heldenhaft aus Scheiße Gold machen. Diese zwei Rabbiner, die haben sich um eine Rabbinerstelle an einer jüdischen Gemeinde beworben. Sie sollen jetzt nun zur Auswahl vor Ort vor dem Vorstand der Gemeinde eine Predigt halten. Der Vorstand wird dann die Predigten bewerten und seine Entscheidungen für einen von den beiden Kandidaten treffen. Tags zuvor reisen die beiden Bewerber in der Gemeinde an. Sie kommen im selben Hotel unter und, wie es der Zufall will, im direkten Nachbarszimmer. Es ist Abend und der eine entscheidet, seine Rede im Hotelzimmer nochmal zu üben. Er möchte sich tags drauf, möchte er diese Rede auswendig halten können und eben rhetorisch mit den besten Betonungen. So, nun sind die Wände der Hotelzimmer echt recht dünn, sodass der andere Bewerber die Predigt seines Konkurrenten hören kann. Der bemerkt aber ganz schnell, dass die Rede viel, viel besser ist als seine eigene und notiert sich alles Wort für Wort. Er beschließt dann, diese Predigt anstelle seiner eigenen halten zu wollen am nächsten Tag. Dafür muss er eben am nächsten Tag nur arrangieren, dass er der Erste ist. Das gelingt ihm dann auch und er hält die gestohlene Predigt mit seinen nächtlichen Aufzeichnungen in der Hand. Der Vorstand ist total begeistert. Niemand bemerkt den Schwindel, außer natürlich der Bestohlene, der ebenfalls im Publikum sitzt. Puh, der ist jetzt natürlich entsetzt, überrumpelt, total verstört und fragt sich, was soll ich jetzt noch machen? Dann wird er auch schon vom Vorstand aufgerufen, seine Predigt zu halten. Der tritt nach vorn und sagt Folgendes. Meine sehr geehrten Freunde, meine vielleicht künftige Gemeinde. Das war eine hervorragende Predigt von meinem Kollegen. Ich glaube, sie nicht besser hätte schreiben können. Aber damit ich Ihnen zeige, welche Fähigkeiten ich habe, werde ich Ihnen jetzt genau diese eben gehörte Predigt Wort für Wort auswendig wiedergeben. Dabei werde ich all meine rhetorischen Fähigkeiten einsetzen. Und er überzeugte und bekam den Posten. Ja, der Held war also gefordert, aus seiner Bullshit-Situation den Diebstahl seiner Rede Gold zu machen. Was hat es nun mit unserem beruflichen Alltag zu tun? Wenn wir nur einen Teil der allgemeinen Aufgaben und Herausforderungen im Arbeitsalt- und Organisationsalltag anschauen, dann wissen wir, hier steckt auch einiges am Bullshit drin, den wir dann sozusagen eben als Dünger nutzen können. Ich husche jetzt hier mal nur kurz drüber. Wenn ihr es ausführlicher sehen möchtet und hören möchtet, dann wie gesagt, guckt euch den Vortrag an. Wir wollen ja mehr Hands-on machen. Also Aufgaben und Herausforderungen. Da haben wir einmal die klassische Optimierung, Zielerreichung, Digitalintegration, dann die uns die tolle VUCA-World bescheren,
das sind eben die Lösung komplexer Probleme, innovative kundenzentrierte Angebote, alternative Organisationsstrukturen, hybride Kollaboration, Kultivieren eines agilen Mindsets. Und dann haben wir noch die des New Work Anspruchs und die des neoökologischen Anspruchs. Das sind dann Sinnstiftung, gesellschaftsökologische Verantwortung. Also hier mal so eine grobe Auswahl. Zur Bewältigung dieser Aufgaben befähigen in besonderem Maße die Kombination von der Bullshit-Power einerseits, also die Bullshit-Power sind die Kompetenzfelder, die der Rabbi uns eben gezeigt hat, mit andererseits den individuellen fachlichen Kenntnissen. Mit diesem Ermächtigen, also Empowerment von Kompetenzen, fokussieren wir also nicht die Werkzeuge, die Tools, die wir einsetzen, sondern gehen einen Schritt tiefer. Und vielleicht fühlen sich einige daran erinnert, worauf heute Good Dave Snowden den Blick gelenkt hat, das zu sehen bzw. zu verstehen, was wir gar nicht erwarten zu sehen. Also diese Fähigkeit zu entwickeln, die tiefe Logik zu verstehen. Welche Bullshit-Power hat jetzt der Rabbi uns gezeigt und welche Kompetenzfelder kann also das Bullshit-Prinzip für unseren Organisationsalltag empowern? Wir haben für euch hier mal 6 relevante Bullshit-Power extrahiert, die der Rabbi gezeigt hat und die, wie gesagt, Kompetenzfelder sind, die ihr für die vorhin benannten Aufgaben und Herausforderungen eures agilen Organisationsalltags nutzen könnt. Das ist einmal den Fokus lenken, Intention fokussieren, Option identifizieren, strategisch wählen, Umsetzung planen und Plan umsetzen. In dem Vortrag haben wir einen direkten Vergleich zwischen der Rabbi-Story und dem Organisationsalltag nochmal einzeln aufgedröselt und führen diese dort weiter aus. Jetzt im Workshop, ich zeige es Ihnen nur mal kurz, halten wir uns aber hier nicht länger auf, denn ihr sollt noch Zeit haben, selbst im Bullshit zu wühlen, um wenigstens einen Mikroeindruck zu erleben, wie das Bullshit-Prinzip konkrete Anwendung finden kann. Und da kommt Isabel ins Spiel. Genau, danke Sibylle. Mit einer Bullshit-Session befähigen wir Personen und Teams, konkrete Herausforderungen zu lösen und gleichzeitig die Kompetenzen aufzubauen, mit denen eben der Rabbi in seiner Heldenstory geglänzt hat. Also konkreter Bullshit, konkrete Themen könnten sein, einen Jahresrückblick auf 2020 zu werfen, es war ein turbulentes Jahr wie kein anderes, oder auch die Jahresplanung für 2021 anzugehen. Aber auch operative Themen wie Probleme mit Kunden oder Kundinnen, neue Entscheidungsprozesse im Team zu etablieren oder auch durch die Pandemie veränderte Nachfragesituation meistern. Ihr trainiert damit, also mit dem, was wir jetzt gleich mit euch vorhaben, zumindest in einem kleinen Teil ganz handlungsorientiert die entsprechenden Muskel, um die Bullshit-Power auch aufzubauen. Als Ergebnis habt ihr eine Lösung für ein konkretes Problem, aber nicht nur das, sondern eben auch die Fähigkeit, die Bullshit-Power im Team bzw. in der Organisation aufzubauen und das Vorgehen bei zukünftigen Herausforderungen immer wieder anzuwenden. Also nicht einfach eine Methode abzuspulen, sondern wirklich die Kompetenz unten drunter aufzubauen. Damit ihr ein Gefühl bekommt, wie so eine Bullshit-Session funktioniert, haben wir eine Mikroanwendung und damit ein Canvas für euch entwickelt. Dort könnt ihr im Kleinen mal ausprobieren, wie es ist, Bullshit unter die Lupe zu nehmen. Also natürlich kommt hier nicht die umfängliche Bullshit-Power mit allen Kompetenzen, die wir damit aufbauen, zum Einsatz. Das, was gerade Sibylle ein bisschen angerissen hat und ihr im Vortrag eben vertiefend anschauen könnt. Aber ihr bekommt eben einen ersten Eindruck und könnt ganz nebenbei Lösungen für eine konkrete Fragestellung für euch finden. Das ist unser Ziel für heute. Für die Mikrosession haben wir die veränderte Arbeitswelt während der Covid-19-Beschränkungen ausgesucht. Durch den Lockdown haben sich die Rahmenbedingungen für unsere tägliche Arbeit grundlegend geändert, wenn das mal kein Bullshit ist, den wir nutzen können. Das Canvas bearbeitet ihr oder wir jetzt gemeinsam in 4 Schritten. Und wenn ihr die 4 Schritte durchlaufen seid, könnt ihr sie mit Hilfe des Canvas auf alle anderen Themen im Job und im Team anwenden. Also dieses Tool soll euch auch ein bisschen so eine Sicherheit oder ein systematisches Vorgehen liefern, um damit weiterarbeiten zu können.
Das Canvas und die Anleitung könnt ihr euch runterladen. Den Link findet ihr im Chat. Sibylle, du hast schon geteilt, gell? Kleinen Moment, ich habe es, glaube ich, noch hier. Jawohl. Also, ihr findet den Link im Chat und das Canvas auf Seite 13. Das Canvas ist so angelegt, dass ihr die Textfelder zwar direkt ausfüllen könnt, aber ladet euch die Datei bitte zuerst auf euren Computer runter, sonst kann es sein, dass nachher alles weg ist und ihr wollt eure Ergebnisse ja sicher speichern. Auf den anderen Seiten des White Papers findet ihr noch tiefergreifende Infos zum Bullshit Paper, weil, wie vorhin schon im Intro angesprochen, es gibt nicht viel Material im Web, das findet ihr dafür in diesem White Paper. So, also ladet euch das Canvas runter, ruft es auf Seite 13 auf und dann fangen wir auch direkt an, damit zu arbeiten. Und zwar fangen wir in der ersten Spalte an mit dem Schritt 1, What was different? Hier sammeln wir alles, was in deiner täglichen Arbeit während den beschränkten Maßnahmen, also während des ersten Lockdowns im Frühjahr und auch jetzt während des Lockdown Light zum Beispiel, anders lief oder eben wieder anders läuft. Hier ist wichtig, dass ihr wirklich die gesamte Bandbreite sammelt, was euch einfällt. Also wenn ihr tiefergehend mit diesem Tool arbeitet, einfach auch das Canvas entsprechend kopieren oder eben mit Post-it-Zetteln zu arbeiten. Wenn wir mal das Beispiel Innovationsberatung nehmen, also jemand hat eine Innovationsberatung. Was war möglicherweise während des Lockdowns neu für ihn oder für sie? Es gab eine höhere Nachfrage von digitalen Workshops. Also jemand, der eben analog gearbeitet hat, hat plötzlich Anfragen für digitale Workshops bekommen. Auf der anderen Seite gab es wahrscheinlich ein großes Loch an Einnahmen, also ein Auftragsrückgang durch eben die kurzfristige Absage im Frühjahr durch sämtliche Präsenzveranstaltungen, egal ob Trainings, Vorträge, Workshops, wie auch immer. Und auf der anderen Seite eben ein starkes Wachstum der Online-Konkurrenz. Also die, die gut aufgestellt waren, die konnten dann natürlich gleich auf diesen Zug aufspringen. Wir geben euch 4 Minuten Zeit. Ich stelle den Timer für diesen ersten Schritt, What was different? Taucht einfach ab und sammelt mal alle Alternativen, die ihr während des Lockdowns oder jetzt während des Lockdowns Light für eure Arbeit kennengelernt habt. Und dann führen wir euch gemeinsam in Schritt 2 ein. So, Timer stelle ich auf 4 Minuten, jawohl, und wir sagen euch dann Bescheid. Für alle, die draußen sind, gebe ich nochmal die Folie frei. Hier seht ihr den Download, die Download-Seite und könnt die eingeben und auch mitmachen. Ich habe es im Hopping-Chat auch schon geteilt. Okay, danke dir, Jo.
So, noch 1,5 Minuten. Dann wechseln wir zu Schritt 2. Noch 30 Sekunden. Okay. So, dann gehen wir weiter zu Schritt 2. Der heißt Think It Through. Hier sammelt ihr die Vorteile und Nachteile der Alternativen aus der vorgehenden Spalte. Also die ihr jetzt gerade gesammelt habt, die bewertet ihr jetzt. Was waren die Vorteile, was waren die Nachteile und tragt sie in die entsprechende Spalte ein. Bei 2.2 bewertet ihr anschließend, wie relevant diese Variante, also diese Alternative für euch ist. Die Bewertung hilft euch später aus dieser ganzen Fülle an Alternativen eben die auszuwählen, die ihr weiter verfolgen und als innovativen Entwicklungsimpuls für euch oder für euer Team nutzen möchtet. Ganz kurz, wir haben hier das Beispiel der Innovationsberatung weitergesponnen. Also wenn ich eben digital schon ganz gut aufgestellt war, dann konnte ich eben durch digitale Workshops höhere Einnahmen verzeichnen. Auf der anderen Seite hatte ich keine Dienstreisen, musste nicht quer durch Deutschland von Workshop zu Workshop, sondern konnte eben das Ganze aus dem Homeoffice machen und habe durch die Fahrtzeiten eben zum einen eine Zeitersparnis, zum anderen vielleicht auch meiner Gesundheit was Gutes getan, indem ich nicht die ganze Zeit im Auto im Flieger sitze und wenig Schlaf abbekomme. Und zum anderen ist die Workshop-Dokumentation natürlich eine viel einfachere, wenn der Workshop digital stattfindet, weil man eben diesen Link zu Mural nur teilen muss und keine unleserlichen Post-its mehr hat. Also all diese Themen wären für eine Innovationsberatung mögliche Vorteile. Nachteile eben längere Vorbereitungszeiten für digitale Workshop oder auch die völlige Neukonzeption, also was ich bisher als analogen Workshop angeboten habe und jetzt für den digitalen Raum aufbereiten möchte, muss ich völlig neu oder anders eben konzipieren. Und auch die Ungewissheit, also wie lange halten diese neuen Angebote dann an, wenn wieder alles mal normal läuft? Finden weiterhin digitale Workshops statt oder machen wir das Ganze dann wieder alles analog? Das wären jetzt mal am Beispiel Innovationsberatung durchgespielt, die Vor- und Nachteile mit der bewerteten Relevanz. Nochmal kurz, ein Stern heißt, diese Alternative ist kaum relevant für mich und 5 Sterne heißt quasi, sie ist sehr relevant für mich. Wir geben euch jetzt auch hier wieder 4 Minuten Zeit, die Vor- und Nachteile abzuwägen und zu bewerten, wie relevant diese entsprechende Maßnahme für euch ist. Und los geht's. Wie viele Minuten habe ich gerade verpasst? 4 Minuten. 4 Minuten. Genau, für jedes Feld 4 Minuten.
Nächstes Mal müsst ihr mal stimmungsvolle Pausenmusik mitbringen. Anregende. Kam vorhin schon in der Session, ja, mit der Pausenmusik. Da hätte der reagieren müssen. Ja. Ich finde es aber ganz gut, auch mal Stille aushalten zu können, weil für die anderen ist ja gerade die Arbeiten im Kopf, weißt du, deswegen halten wir gleich mal den Mund. Ist Stille auch mal gut zum Nachdenken. Noch 1,5 Minuten. So, noch 30 Sekunden. Währenddessen ein nicht gemuteter Teilnehmer begeistert uns mit seinem Gähnen. Vielleicht solltet ihr euch lieber muten, bevor ihr gähnt. So, dann dürft ihr mit dem Durchdenken des zweiten Schritts zum Ende kommen. Und ich führe euch schon mal in den dritten Schritt ein. Genau, ihr könnt ja euren Satz beenden. So, der dritte Schritt, da geht es jetzt darum, auszuwählen. Select your Hotspots. Wir selektieren und schauen dabei strategisch auf die Ergebnisse, indem wir eben den Purpose, also den Nutzen des Ganzen, in den Blick nehmen. Warum ist es an der Stelle so wichtig? Also wenn ihr danach fragt, wozu diese Alternative dient, dann wisst ihr, wofür dieses alternative Vorgehen ganz zentral dient. Das heißt, wir erzeugen zwei Vorteile für uns, wenn wir das Wozu im Drittens beantworten. Also erstens, dadurch können wir das alternative Vorgehen in unsere Gesamtstrategie einordnen. Also bin ich strategiekonform oder gehe ich da gerade meine persönliche Strategie an? Zweitens, wir können das passende Wie, also die passende Umsetzung auswählen, die für den Folgeschritt notwendig ist. Also eben ein Beispiel, wenn du hinterfragst, wozu dieses Meeting, das du abhältst, dann kann es zum einen primär darum gehen, die Projektmitarbeiter informationstechnisch auf den gleichen Stand zu bringen. Oder es könnte darum gehen, neue Ideen zu entwickeln. Und je nachdem, welches Ziel du mit dem Meeting verfolgst, gibt es natürlich neue Anhaltspunkte für die Umsetzung. Also ganz konkret, ihr wählt aus, welche der Alternativen, wozu euch diese Alternative, nee, zuerst bei 3.1, Entschuldigung, ihr wählt aus, welche der Alternativen ihr weiter für euch nutzen möchtet. Also dazu könnt ihr auch die Relevanz aus 2.2 war es, glaube ich, aufgreifen. Also eure Sternebewertung 1 bis 5 habt ihr bewertet, wie relevant diese Alternative für euch ist. Jetzt in 3.1 wählt ihr aus, welche Alternative wollt ihr euch genau angucken und beschäftigt euch mit dem Wozu, also mit dem Nutzen dieser Alternative. Am Beispiel der Innovationsberatung kurz. Also welchen Nutzen sehe ich darin, jetzt wenn die Nachfrage nach digitalen Angeboten höher ist? Zum einen, ich habe eine weitere Einnahmequelle und kann mir eben zumindest in diesem Angebotssegment meine Einnahmen sichern. Ich bin flexibler in meiner Angebotsgestaltung. Ich habe sowohl analoge Workshops oder Trainings oder was auch immer in petto und kann die jetzt eben digital anbieten. Auch der Nachbereitungsaufwand sinkt und wie gesagt, es wirkt sich eventuell positiv auf meine Gesundheit aus, wenn ich nicht mehr den ganzen Tag im Auto, im Flugzeug, wo auch immer sitze und quer durch Deutschland reise. Also, ihr habt wieder 4 Minuten Zeit. Bewertet in der Spalte 3.1, die jetzt dieses Mal vertikal auszufüllen ist, welche dieser Alternativen ihr weiterverfolgen möchtet, als innovative Entwicklungsimpulse nutzen möchtet.
und welchen Nutzen eben ihr in dieser Alternative seht. 4 Minuten Zeit wieder, los geht's, viel Spaß. So, noch eine knappe Minute. So, dann dürft ihr langsam zum Ende kommen und ich erkläre euch schon mal, was in Schritt 4 eben in der letzten Spalte zu tun ist. So, da geht es darum, dass wir von der ganzen Theorie in die Praxis kommen, nämlich der Grund, warum auch Silvestervorhaben immer auf der Strecke bleiben, nämlich weil wir nicht ins Tun kommen. Das wollen wir in Schritt 4 verhindern, indem wir definieren, was sind die nächsten Schritte für uns und was oder wen benötige ich hierfür, also wirklich konkret in die Planung gehen. Am Beispiel der Innovationsberatung, meine nächsten Schritte wären jetzt zum Beispiel einen Ideenworkshop zu halten, um weitere Online-Angebote bzw. den Transfer von Präsenzangeboten zu Online-Angeboten durchzuführen. Und was oder wen benötige ich hierfür? Zum Beispiel Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, befreundete Experten oder Expertinnen, die mir dabei helfen können, eine Moderation, wie auch immer. Also geht von dem, was ihr alles erarbeitet habt in der Theorie, jetzt in die Praxis und legt eure nächsten Schritte fest. Wir geben euch wieder
3 Minuten und also wir geben euch diesmal 3 Minuten, genau mit dem Hinblick auf die Zeit und wünschen euch viel Spaß. Los geht's. Anderen ungern stören. Nur wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken. Ne? Genau, deswegen wir straffen gerade schon ein bisschen. Ja, genau. Also wenn wir ein bisschen überziehen, ist kein Problem. Ist ja nur die Mittagspause. Aber ja, ich weiß. Genau, dass wir ein bisschen auf die Zeit gucken. Und wie habt ihr ja schon gesagt, man kann im Nachgang ja auch noch weitermachen. So, noch 1,5 Minuten Zeit für Schritt 4. So, noch 1/2 Minute. Okay, ein paar Sekunden habt ihr noch, dann erkläre ich euch schon mal so lang den nächsten Schritt, wie ihr den Satz beendet. Und zwar gehen wir jetzt in Breakout-Sessions. Die Krux an so einem Canvas oder an so einem Reflexionstool ist immer, dass man einfach seine Scheuklappen hat. Und deswegen geben wir euch noch einen frischen Blick von außen, indem wir euch mit einer zweiten Person in eine Breakout-Session verfrachten. Das heißt, ihr nehmt Stift und Papier und formuliert kurz eure dringlichste Frage, die sich jetzt aus dem Canvas ergeben hat. Mit einer Wie-könnte-ich-Frage. Also zum Beispiel, wie könnte ich vom Homeoffice aus neue Kunden oder Kundinnen akquirieren? Oder wie könnte ich Umsatz generieren, wenn obwohl mein Café geschlossen ist? Wie könnte ich, so, formuliert kurz nebenher eure Challenge und in der Breakout-Session nennt ihr die eurem Partner nur ganz kurz, also ihr formuliert nur eure Frage und dann nehmt ihr alles auf, was der Partner euch an Ideen und Impulsen gibt. Er hat genau 3 Minuten Zeit, euch mit Ideen zu versorgen und dann wechselt ihr, dann stellt euer Partner seine Frage und ihr liefert ihm Ideen und Impulse. Wichtig ist, ihr sprecht in der Zeit nicht, ihr kommentiert nicht, ihr sagt nichts dazu, sondern ihr notiert einfach alle vorgeschlagenen Ideen, Impulse, bedankt euch und dann wird die Breakout-Session auch schon zu Ende sein. Und damit wir auch eine Punktlandung zeitlich hinkriegen oder zumindest ganz knapp drüber, fangen wir jetzt an, euch in die Breakout-Sessions zu schicken und wünschen euch ganz viel Spaß beim Brainstormen und Impulse aufsammeln. Bis gleich. So, da poppen sie jetzt weg. Jo, du bleibst drin. Die Anita ist noch hier. Warum ist die Anita noch hier?
Marco Wusterholz ist auch zurückgekommen. Dann muss ich euch nochmal in Breakouts schieben. Jetzt sind Sie nicht am Rechner oder so? Weiß man ja auch nicht. So, Jo, du hast auch fleißig mit ausgefüllt. Natürlich, natürlich. Das ist der Punkt, wo ich jetzt vorkomme, meinst du, oder wie? Dass ich jetzt darüber erzähle? Oder wie ist der Plan? Was machen wir? Ja, ich muss gerade mal kurz, aber du kannst erzählen, da hat nämlich die Eva Maria hat um Hilfe gebeten. Ich muss kurz in den Breakout-Room reinspringen und gleich wieder raus. Ja. Gut, während die Sibylle weg ist, überbrücke ich die Zeit mit Bullshit oder sowas. Gut, also ich denke, wir werden hier noch so 5 Minuten machen, also ein bisschen überziehen, aber es ist ja, steht ja sowieso nicht außer Pause an. Also wenn ihr die Pause braucht, dann ist es so. Und ansonsten könnt ihr gerne noch ein paar Minuten mit uns hier bleiben. Ich schaffe auch noch so lange auszuhalten mit meinem Mittagessen, auch wenn es hier schon riecht. Ja, genau. Dann bereite ich mich mal darauf vor, dass die Sibylle wieder zurück ist. Da ist sie. Und dann soll ich jetzt wahrscheinlich meine dringendste Frage an Sie stellen. Oder was wäre der Plan? So, sorry. Ja, da war gerade jemand, der eine Frage im Breakout-Room hatte. Deswegen bin ich kurz weggegangen. Ja. Du hast jetzt fleißig auch mit ausgefüllt. Ja, habe ich. Und was hast du denn für dich so erkannt? Soll ich alles durchgehen? Oder nur die Frage, nur die dringendste Frage. Ja, ja, also der eine Punkt, der mich beschäftigt, ist, also wie gesagt, Homeoffice, andere Situation zum Arbeiten. Und ich habe ein Problem mit, wann arbeite ich und wann arbeite ich nicht mehr. Also wie finde ich den richtigen Zeitpunkt, wann die Arbeit zu Ende ist und ich mich jetzt mit meiner Familie, mit privaten Dingen beschäftigen kann. Das ist eigentlich meine große Frage. Und was hast du für dich für einen Plan gefunden? Ja, gut, also irgendwie, man könnte versuchen, gemeinsam vielleicht auch mit der Familie irgendwelche Regeln aufzustellen. Das könnte zum Beispiel auch beinhalten, dass man eine Tagesplanung macht und überlegt, wie läuft der Tag jetzt so ab? Wann ist mein letztes Meeting? Muss ich danach? Aber mein Zeitmanagement ist auch schlecht, das kommt ja auch noch dazu. Ne? Wenn ich dann sage, nach dem letzten Meeting ist Schluss, dann weiß ich eigentlich, muss ich danach noch ein paar E-Mails bearbeiten oder sowas. Also da muss ich, glaube ich, auch noch besser werden. Das ist auch eine der Herausforderungen. Also Tagesabstimmung und grundsätzlich das Zeitmanagement ist dann dein Thema. Ja, genau. Aber eigentlich sollst du jetzt da irgendwie was mich befüttern mit deinen Ideen dazu, oder? Wie habe ich das verstanden? Genau, also im Speed-Dating, du hast jetzt mir deinen Input gegeben, ja? Wie deine drängende Frage ist und dann ist eben so die Idee, und das machen die anderen jetzt gerade fleißig, dass sie sich dann dazu austauschen, was es denn noch an Ideen gibt. Ich kann dir sagen, das ist eine Thematik, die ich selber sehr gut kenne und die ich weiß, dass sie in meinen Teams auch extrem mal größer, mal kleiner ist, je nachdem, wie da individuell mit umgegangen wird. Und ich habe, was ich so an Rückmeldungen bekommen habe, geht es auch in die Richtung, wie du gesagt hast, also tatsächlich sich einen Zeitplan, eine neue Zeitstrukturierung aufzulegen und das auch entsprechend zu machen. Ah, da ist die Eva Maria wieder zurückgekommen. Wir sind gerade hier mitten am offenen Speed-Dating mit Jo, der die Thematik hat, wann hört er auf und wann fängt er an, im Homeoffice zu arbeiten. Da möglichst, ich gehe mal von aus, auch gesund für sich das Leben zu gestalten, seine Arbeitswelt zu gestalten. Sind wir gerade mitten im Speed-Dating. Eva Maria, du kannst das auch mal mitdenken und hören. Das ist interessant, weil genau das Thema hatte ich auch. Ah, das hattest du auch. Genau, super. Das dann lustig. Kannst du doch mal, was du gefunden hast an Ideen für deinen Plan umsetzen. Kannst du gerade mal spontan sagen? Genau, also ich hatte es wirklich feste Zeiten blockieren im Kalender und dann auch nicht davon abweichen, also nicht noch schnell was machen, sondern mich wirklich dran halten. Ne? Also wenn Ende ist, dann ist Ende. Das war so eine der Maßnahmen, ja. Genau. Ja. Und genau.
Genau, was wir auch machen, ist morgens überhaupt fest einen Zeitslot einstellen, wo wir diese Planung, diese gemeinsame Planung durchgehen. Weil wir sind ja meistens nicht allein im Homeoffice, sondern mit anderen auch noch. Und wo wir das tatsächlich dann abstimmen. Also da ein Zeitslot noch, ein neuer Zeitslot, den wir sonst nie hatten, speziell einzustellen, den morgens früh als erstes zu machen, um dann die Planung durchzugehen. Ja, gut. Ja, die anderen sind noch am Arbeiten. Wir haben ja gesagt, wir sind nach hinten rum gerne offen für mit den anderen an ihrem Bullshit weiterzuwühlen. Jetzt über Hopin zugeschaltet sind, die können dann nicht mehr leider direkt teilnehmen. Die sehen es dann nicht mehr, gar weil ihr in die nächste Session hoppt sozusagen. Naja, beziehungsweise haben wir ja Mittagspause. Also die hoppen dann entweder in die Networking-Funktion in Hopin, die ich euch sehr empfehlen kann, oder kümmern sich vielleicht mal um sich und haben einen Zeitslot blockiert, um sich etwas zu essen zuzubereiten oder sowas. Auch noch ein Problem des Homeoffice, finde ich. Zeit zum Essen machen. Also Essen ja, aber das ist machen kostet ja auch noch Zeit. Ja, genau. Ja, insofern können wir jetzt überlegen, jetzt ist natürlich, bist du hier alleine und die Isabel ist, glaube ich, auch in Breakouts verschwunden, ne? Genau, weil wir eine ungerade Zahl waren, ist die Isabel mit reingehopst. Und wir, die kommen jetzt dann bald auch wieder zurück. Wir machen dann weiter und machen dann noch ein rundes Ende für alle. Okay, dann würde ich vielleicht vorschlagen, wir steigen mal einfach im Stream dann einfach an dieser Stelle aus, oder? Dann könnt ihr einfach in Ruhe weitermachen. Ja, die anderen, die kommen jetzt in 50 Sekunden zurück. Ja. Sollen wir dann rausgehen oder wie machen wir es, Isabel? Sibylle. Ja, wie viel Zeit haben wir dann noch für die anderen, über die überhaupt mit dabei sind? Die Mittagspause hat jetzt schon um 12.30 Uhr begonnen. Ja, genau. Das ist offiziell. Genau. Spricht denn was dagegen, dass wir weiter streamen, für die, die noch Interesse haben oder nebenbei ihr Brot oder ihre Spaghettis oder ihre Pizza mümmeln wollen? Nö, ihr könnt auch noch 10 Minuten machen. So, hallo zurück. Also wir kamen nicht aus unserer Breakout-Session wieder raus. Es kam kein automatisches Zurückwerfen. Das heißt, die Leute müssten eigentlich jetzt individuell ihre Sessions verlassen, wenn sie denn die Möglichkeit auch nutzen. Die Technik, die begeistert, ja. 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 Also die stecken quasi in den Breakouts fest. Ja, dann berichtet doch mal, was habt ihr für ein Thema gehabt? Soll ich? Also okay, unser Thema war, wie finde ich einfach passende Partner zu meiner freiberuflichen Tätigkeit? Und die Vera hatte natürlich den Vorteil, dass ich keine Challenge hatte und sie somit die vollen 6 Minuten, um Ideen und Impulse abzugreifen. Genau, ich habe jetzt hier eine ganze lange Liste runtergeschrieben von lauter guten Ideen. Okay, ja. Bei dir waren also Impulse mit dabei, die du mitgenommen hast. Ja, auf jeden Fall. Ja. Schön. Schon Dinge, die ich natürlich selber auch schon, auf die ich selber auch schon gekommen bin, aber auch nochmal andere Sachen oder die ich schon gehört hatte, die mir wieder entfallen waren oder ja. Das war der Interruptus. So, der Interruptus, genau. Wir haben schon woanders gehört, das fühlt sich dann immer so an wie eine Schafherde, die irgendwo rausgetrieben wird. So ist das, das genau. Kennen wir jetzt inzwischen alle. Schön, ihr poppt wieder zurück. Die Mittagspause hat offiziell begonnen. Das heißt, wir machen jetzt hier noch die ganze Sache für euch rund. Ihr könnt gerne noch bei uns bleiben. Wir stehen auch noch für Fragen dann zur Verfügung. Ich setze dann den Link noch mit rein. Uns würde jetzt noch zum Abschluss interessieren, was nimmst du aus dem Bullshit-Workshop mit? Tragt euch doch da einfach direkt in den Chat ein, was ihr jetzt an persönlichen Erkenntnissen, Erfahrungen, Bullshit-Konfrontationen gemacht habt und tragt das in den Chat ein und wir lesen das dann für die anderen vor. Genau, das wäre super, würde uns interessieren. Und hoffen, genau, ihr hattet eine spannende Breakout-Session jetzt auch.
Ich sehe, ihr seid fleißig am Tippen. Das braucht ja mal eine Zeit lang, bis es bei uns ankommt. Das heißt, wer sich auch noch so zu Wort melden möchte, kann das auch noch so machen. Wir sind ja hier sozusagen momentan out of agenda. Genau, oder falls jemand Fragen hat, einfach auch direkt stellen. Genau, Eva Maria schreibt, interessante Methode, andere Sichtweise auf den Bullshit, genau. Also wir nennen es Bullshit, um ein bisschen zuzuspitzen, aber eigentlich meinen wir damit Erfahrungen, egal ob positiv oder negativ. Also weil es gab ja auch während des Lockdowns wirklich positive Erfahrungen, die man weiterhin nutzen kann und es super wäre, wenn man die einfach eben beibehält. Eike schreibt, kurzweilig und interaktiv, dürfte eine neue Methode ausprobieren, sehr gern. Ich nehme eine spannende Liste an Impulsen mit, das freut mich, Vera. Vielen Dank fürs Feedback. Ihr habt es optisch sehr schön aufbereitet, vielen Dank für das Lob. Das Template werde ich sicher nutzen, um Probleme in Gutes zu verwandeln, das klingt super, dazu ist es auch da, also einfach mal nach dem Gold im Bullshit graben. Danke an meinen Breakout-Partner für die tollen Tipps, sagt die Eike, genau, also der oder diejenige fühlt sich hoffentlich angesprochen. Ich glaube, es waren viele gute Impulse dabei, so wie sich das anhört. Prima. Ja, und das Template könnt ihr natürlich auch gerne sharen und da ist auch noch eine Anleitung dabei, wie ihr es mit euren Teams gemeinsam einsetzen könnt. So, Hendrik, nicht so einzeln, wie wir es gemacht haben, ja? Genau, Hendrik gibt es gern zurück. Und Jasmina sagt, die Tipps von der Breakout-Session, interessanter Ansatz, um sich mal zu sortieren. Vielen Dank, ich muss schnell essen. Genau, alles ist super bei der Tool for Agile Teams. Ich glaube, das ist ein großes Lob insgesamt. Und natürlich, wer noch schnell happen essen möchte, kann das gern tun. Falls jemand noch Fragen hat, gern stellen. Ansonsten wünschen wir euch noch einen ganz tollen Tag in der Konferenz und eine leckere Mittagspause. Ja, das war doch ein schönes Schlusswort. Wie gesagt, ihr könnt gerne ja hier im Zoom noch drin bleiben, auch alle anderen, die noch Fragen haben oder den Hop-in-Chat nutzen, da gucken die zwei bestimmt auch gleich nochmal rein. Ob da waren auch noch ein paar Sachen, wobei weniger Fragen auch. Ein Dank noch an euren Workshop. Ja, vielen Dank. Ich habe auch für mich wieder was mitgenommen und was gelernt und das ist natürlich dann immer besonders toll, dass man selbst, wenn man Moderator ist, immer noch schon auch noch was mitnehmen kann. Bitte denkt dran, auch nochmal an die Bewertung. Ich habe das im Hop-In-Chat zumindest auch geteilt, den Link, den beiden Feedback zu geben. Das hilft Ihnen, um das nächste Mal vielleicht noch besser zu machen oder auch einfach nur Lob zu bekommen. Ist ja auch mal schön. Und insofern würde ich mich auch kurz in die Mittagspause verabschieden, jedenfalls für die Streaming-Leute. Und wie gesagt, in der Zoom-Session kann es ja noch fleißig weitergehen. Und freue mich auf den Nachmittag mit euch zum Thema Agile Teamwork. Bis später dann. Tschüss alle zusammen.